Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem schönen, netten, schicken Let's Play Amnesia The Dark Descent. Ja, ich habe keinerlei Ahnung, wie es hier jetzt wirklich weitergeht. Momentan ist es so, dass ich irgendwie zu hohl bin, um dieses Rätsel richtig zu verstehen. Ich glaube, ich habe keinerlei Notizen aufgesammelt, die Arbeit und das Wissen, Ja, okay, also ich werde aus diesem Text irgendwie auch nicht schlauer. Wie sonst. Ja. Mal gucken, vielleicht ist ja mal unser lieber Freund da weg. Eingang zur Zisterne. Bin ich mal gespannt. So eine komische blaue Dingsbums gibt's. Glaube ich nicht, die das irgendwie beschreibt. Was habe ich aufgeschrieben? Um die Kanalisation betreten zu können, muss zuerst das Wasser darin abgelassen werden oder sonst irgendwie. Ja. Jetzt finde ich mich auch so langsam mal wieder zurecht, wo ich lang muss. Aber wie kriege ich bitte schon dieses Wasser ab? Das muss ich. Muss ich mal gucken. Das sind Rohre. Und zwar nicht wenig. Sind die ganz? Also dass die Rohre ganz sind, das sieht ganz so aus. Da bin ich, glaube ich, reingekommen. So. Ja. Die Tür hat sich nicht bewegt. Und anscheinend ist es tatsächlich so, dass es ist kein Öl mehr nötig. Ja. Habe ich mir fast gedacht. Ja, jetzt versuche ich einfach mal. Ah, okay, er geht gar nicht mehr weiter. Der liebe kleine Daniel, Daniel und das Schloss wurde. Ich werde erstmal duschen. So. Mal das Gesicht richtig auswaschen. Vielleicht sehen wir da dadurch auch ein bisschen besser. Mal gucken. Ich werde irgendwie aus der momentanen Situation, in der ich mich befinde, nicht besonders viel schlauer. Was passiert hier? Okay, ich habe scheinbar den Hebel nicht komplett runtergezogen. So. Doch. Den Hebel habe ich komplett runtergezogen. Hallo. Hallo. Mein lieber Edel. Juhu. Kommst du da runter vielleicht mal? Nee, natürlich nicht. Ich bin ja so ein komisches Eisenbrett, das da. Sorry, Holzbrett. Das es nicht nötig hat, da entlang zu laufen. So, jetzt. Zur Zisterne. Er wartete, bis sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, aber es zeichnet sich weder Formen noch Kreaturen. Interessant zu wissen. Oh. A nice room I'll be now. Okay. Jetzt gucke ich mal. Oh. Eine Vision. Mal wieder etwas ziemlich grell. Sewers to some extent. Also, it can be used for all sorts of purposes. Like the drinker? Yeah, well, that too. But mostly to run different machines. Ah, like water wheels. Exactly. Exactly. Hey, Daniel, du bist richtig schlau, wenn du da durchs Brennenburg rumst.
Also, man kann es auch zum Betreiben von Wassermühlen verwenden. Ah, warum erinnert mich das immer extremst an das Wassermonster da? Das wir vorher hatten. So, da ist ein Wasserstein. Vielleicht ist das Wasserviecher wieder da. Schaut nicht so aus. Aha, aha. Ah, es ist an einer rostigen Kette an der Decke befestigt. Aber ich komme nicht hoch. Um die Kanalisation betreten zu können, muss zuerst das Wasser... Hä? Repariere die Maschine und die Ostbrücke an. Deswegen ist da nichts aufgeschrieben worden. Ist klar, okay. Ich muss mir angewöhnen, dass ich die oberen Mementos zuerst lese. Okay. Eine Brücke muss heruntergelassen werden, um fortzufahren. Ist genial, dieser Gedanke. Ehrlich, da wäre ich ja im Leben nicht drauf gekommen, Daniel. Wirklich genial, dein Einfall. Muss ich da... Ich habe so einen genialen Einfall, der überhaupt nicht mehr genial ist. So, Achtung, fertig und heps. Ey Leute, ich werd irre. Ey, das Mario Rans, ich hab's nicht gewusst. Ich habe keine Ahnung gehabt, ey. Jetzt stimmt das auch doch. Bin ich ja froh, dass ich gerade mal einen Stein ins Wasser geschmissen habe, ey. Ups. Und hep. Schön oben bleiben, Daniel. Ich brauch dich noch. Tepper. Schön vorsichtig, Danny. Oh, ein Rad. Was steht da? Kanalisationswasser umleiten. Das machen wir. Das machen wir mal. So. Hallo. In der Zisterne befinden sich Ventile, die Wasser aus der Kanalisation ableiten. So, Wasser weg. There is no denying that Alexander puts a lot of faith into what I can only describe as magic. I'm not surprised. Even while traveling across Europe, I assumed I would have to embrace the supernatural to save my mind and life. As a novice, I do everything in my power to stay focused and not dwell too much on my own demons. Alexander woke me up early and told me it was time we got started on our work. He was obviously excited to get going, and we headed downstairs to the old dungeon, where he preferred to attempt his rituals. It turns out that Alexander is a true Renaissance man, paralleled only by Da Vinci, I'm sure. He showed me several rooms fitted for specific research, such as anatomy studies, alchemy, and botany. The crown of Brennenburg must be the inner sanctum, a most hallowed ground, where we shall attempt to permanently banish the orb's shadow. Ist alles klar? Ja. Ist alles klar, aber irgendwie sehe ich irgendwie verschwommen. Blieb ich gerade irgendwie nicht, was hier abgeht mal wieder mit Daniel. Auf alle Fälle hatte ich recht mit der Zugbrücke. Wie viel habe ich denn? 10, da kann man mal etwas korrigieren, nicht? Ah, Mann. Mal wieder bloß dieses unheimliche Grollen. Der Fug! Noch mehr Öl! Ist klar. Wasser tritt langsam in die Kammer ein. Wird da drin gebadet irgendwie? Ich blick mal wieder gar nicht durch, aber ich mag das eigentlich auch gar nicht. Einfach. Ach du Sch. Oh fuck. So, okay. Da ist noch Wasser. 8th August 1839. Ein Tag später. I could never be certain until today that I was on the right path. Using my orb, Alexander managed to channel its power unto us.
The inner sanctum flared with blue, fiery light, and I could feel the same things I felt in the dark chamber in Algeria. It was like standing in a mad whirlpool of impressions. It was terrifying. But Alexander kept calm and wielded strange tools of science in order to tame the storm. Suddenly, the blue light was stained by strains of red, and the walls burst with pulsating tissue resonating with the scene. Alexander quickly covered the orb in some cloth, and the unspeakable thing vanished. Apparently, the orb's shadow is closer than Alexander thought. He said I should prepare for a warding ritual tomorrow. I'm not sure what he expects, but I have a bad feeling about this. Okay. Und diese komischen Geräusche da, zwischendurch, die verstehe ich ja absolut. Zunderbüchse. Habe ich ja schon lange keine mehr aufgehoben, ne? Ist da noch ein Hebel? Ne. Da schwimmt ein Fisch im Wasser rum. Da, Fischi! Liebe kleine Fischis. Aha. Blick ich zwar nicht. Momentan das sieht gefährlich aus. Hui! Hui! Wow! Hui! So, also nochmal umleiten, ne? Was genau habe ich jetzt? Ah, ich habe den giftigen Dämpfer ausgeschaltet. Okay. Hui! Der war aber. Fuck. 9th of August, 1839. It is still early, and Alexander is busy preparing for the ritual later today. Seeing him this worked up makes me question why. What does he stand to gain? I realize he is curious about it all, but surely there must be more. Is he so foolish he will attempt to tame the power of the orb? I must admit that yesterday, when Alexander flooded the inner sanctum with blue light, I realized we had but graced the orb's true potential. This might turn out to be more than escaping a creeping shadow. It might be the beginning of something truly extraordinary. Der Schatten da, der spielt anscheinend wirklich noch eine größere Rolle, wie ich mir zu denken gedacht habe, erhofft habe. Ist jetzt mal Schluss. Na Gott sei Dank, ey, ist jetzt mal Schluss. Hat mal Zeit.